Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig will den Koalitionspartner wechseln und strebt ein Bündnis mit der Linkspartei an. Man habe sich, so die SPD-Landeschefin, auf die Schwerpunkte starke Wirtschaft, gute Arbeit und gute Löhne verständigt. Auch die erneuerbaren Energien sollten vorangebracht werden, darunter klimaneutraler Wasserstoff. Bislang regierte die SPD in einer Koalition mit der CDU. Bei der Landtagswahl, die zeitgleich mit der Bundestagswahl am 26. September stattgefunden hat, waren die Sozialdemokraten klarer Wahlsieger.